Bonjour, monsieur, dame, c'est un massacre de la chorale profane. Guten Morgen. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Es geht im Wesentlichen um Musik. Das Ganze soll den Rahmen von einer Stunde nicht übersteigen, deshalb habe ich hier die Eieruhr und die geht bis 55 Minuten und da stelle ich die auch drauf und spätestens wenn die Eieruhr klingelt, mache ich dann auch Schluss. Ich beschäftige mich mit drei Büchern vom Verlag Fayard, Les Indispensables de la Musique. Das ist zum einen dieser Guide de la Musique Sacré et Chorale Profane, L'Âge Baroque 1600 à 1750. Das ist dieses Buch. Und das ist Guide de la Musique de la Renaissance, Fayard, Les Indispensables de la Musique. Das ist dieses Buch. Das dritte Buch hat mich, wann habe ich das gekriegt? Ich glaube, Freitag oder Samstag erreicht. Es ist aber noch nicht hier am Tisch und in der Wohnung, in der ich aufzeichne. Was ich mir noch besorgt habe, ist ein gebundener DTV-Atlas Musik. Und da möchte ich heute reingucken. Ich habe mal drin geblättert auf dem Klo, das ist aber auch alles. Das Ding ist gebunden. Und Züricher können sie nicht richtig schreiben auf der Rückseite. Originalausgabe Bärenreiter Verlag. Der DTV Atlas Musik soll in das Wissensgebiet Musik einführen und auf knappem Raum einen Überblick über Grundlagen und Geschichte der Musik geben. Er versucht dabei durch Notenbeispiele und grafische Darstellungen, musikalische Strukturen und andere Einzelaspekte anschaulich zu machen. Der Atlas gliedert sich in einen systematischen und einen historischen Teil. Wenn ich mich mit den Büchern hier beschäftige, dann ist erstmal der historische Teil interessanter. Ich würde dann in die Noten gucken oder das, was an Noten da ist, anstelle von so einem systematischen Teil. Die Geschichte nimmt den größten Raum ein, durchdringt aber auch die Systematik. Das liegt an der Geschichtlichkeit der Musik. Fast alle ihre Erscheinungen haben ihren historischen Ort. Die Epochengliederung im geschichtlichen Teil ist eine von vielen Ordnungsmöglichkeiten eines Stoffes, der sich in seiner vielseitigen Entwicklung scharf gezogenen Epochengrenzen ebenso widersetzt wie schlagwortartigen Epochenbezeichnungen. Innerhalb der Epochen gliedert sich der Stoff vorwiegend nach Gattungen und möglichst chronologisch, also zum Beispiel Bach vor Händel. Das Gliederungsprinzip nach Gattungen im 19. Jahrhundert bereits teilweise problematisch, findet im 20. Jahrhundert keine Anwendung mehr. Zu vielfältig und frei sind hier die Überschneidungen und neu gebildeten Gestalt, Besetzung und Form und so weiter. Die Chronologie der Komponisten wurde indessen auch im 20. Jahrhundert beibehalten. Der besseren Übersicht halber wurden nach Möglichkeit thematische Einheiten von je einer Tafel und einer Textseite gebildet. Nach den Einheiten zur Notation, in Klammern Notenschrift, Partitur, folgt ein umfangreiches Verzeichnis der in den Noten vorkommenden Abkürzungen, Zeichen und Vortragsangaben, die dem Laien oft nicht genau bekannt sind. Das Register am Ende des Bandes schlüsselt den Stoff nach Personen und Sachen auf, sodass der Atlas auch als Nachschlagewerk benutzt werden kann.
Mein Dank gilt Herrn Gunther Vogel in Titisee-Neustadt, der die Tafelseiten in guter Zusammenarbeit mit dem Autor harmonisch und klar gestaltete. Der ist gestorben 1988. Der Herr Gunther Vogel aus Titisee in Neustadt. Und dann dankt er noch weiteren Leuten. So. So, das ist die vierte Auflage 2015. Hier gibt es ein Inhaltsverzeichnis. Vorwort, dann Musikwissenschaft, Akustik, Gehörphysiologie, Hörpsychologie, Stimmphysiologie, Instrumentenkunde, Musiklehre, Gattungen und Formen. Das ist wahrscheinlich auch interessant. Dann gibt es hier Mittelalter, Renaissance, Barock. Kann man sich auch zurückbewegen. So. Ich bin fast geneigt, bei Gattung und Form anzufangen. Um mir das einfach mal durchzulesen, damit ich weiß, was ist laut der Auffassung von Nadine hier. Ich glaube, ich mache das sogar. Also, es geht los mit Seite 110, Gattungen und Formen. Gattungen und Formen. Seite 110, 111. Hier gibt es Typen und Formen, Formschemata von Arien. Und es geht auch direkt mit Aria als Variationsmodell los. Und es geht auch direkt Aria in Klammern von Altfranzösisch R, Art und Weise. Wird im, ach, das ist schön, das passt zu meinem Hobby, Altfranzösisch. Aria als Variationsmodell. Aria von Altfranzösisch Ehr und Weise wird im 15. bis 18. Jahrhundert eine kadenzierende Bassformel genannt, die in ständiger Wiederholung die Grundlage für Variationen bildet. In Klammern Basso Ostinato. Diese Bassmodelle waren sehr bekannt und beliebt. Aria di Ruggiero, Aria di Siciliano, Aria di Romanesco. Und dann gibt es einen Verweis auf Abbildung A, Seite 200.
62 und folgende und so weiter. 262 ist das. Und damit sind wir Renaissance-Musik gelandet. Die Arie ist Gerüst für Improvisation ab dem Ende des 16. Jahrhunderts, auch für Komposition. Sie dient als erster Querstrich Tanzbass mit Oberstimmenvariationen. In der Suite bleibt die Arie noch im 18. Jahrhundert ein Tanzsatz unterschiedlichen Charakters. Zweiter Spiegelstrich Variationsmodell. Für die Oberstimmen, besonders in der Klavier- und Lautenmusik, aber auch für Streicher. Zum Beispiel bei Ortiz 1553. Unser dritter Spiegelstrich, Liedbass, für neue Strophen je Basswiederholung. Melodie oft leicht variiert. Es gab unzählige Texte für jeden Bass, meist Otta Verime, in Klammern 8 Versler, oft samt Melodie improvisiert. Der Text in Abbildung A vom Spanier Salinas passt auf die italienische Romanesca. In Frankreich hieß dieses Lied Air, besser Air de Cour, in England Airy. In Italien gibt es die Arie als Strophenlied auch in der frühen Oper und der Kantate. Frühe Opernarie. Die Gesänge der frühen Oper entfalten sich textgebunden rezitativisch über dem GB-Punkt bzw. dem Orchester. Generalbass. Die Gesänge der frühen Oper entfalten sich textgebunden rezitativisch über dem Generalbass bzw. dem Orchester. Wobei eine expressive Melodie nach Art der Madrigale zu größeren, vom Affekt her einheitlich formal, aber freien ariosen Gebilden führte. Berühmtes Beispiel für eine solche frühe Opernarie ist die Klage der Arianer um Theseus aus der nur fragmentarisch erhaltenen Oper Ariana von Monteverdi. Abbildung B. Wo auch immer die ist, da ist die. Zeigt das prägnante Kopfthema, das den Schmerz in einer ergreifenden Geste ausdrückt, in Klammern. Querstände, Chromatik, Pause, Neuansätze, Steigerung, resignierendes in sich zusammensinken am Schluss. Die Musik folgt dem Text, dessen Gehalt und Sprechweise sich unmittelbar zum Ausdruck bringt. In Klammern Oratio Domina Harmonie, die Sprache beherrscht die Musik. In der bürgerlichen venezianischen Oper des 17. Jahrhunderts erfolgt eine gewisse Typisierung der Arien, zum Teil bedingt durch die umfangreiche und rasche Produktion, in Klammern
bis zu 80 Arien je Oper. Es sind kurze, liedförmige Stücke in bekannten Tanzrhythmen, wie der Forlana, 6/4, die spätere Baccarole, der Violetta, rasche 6/8, dem Siciliano, pastorale, wiegende 6/8 als Strukturtypen kennt Venedig die Cembalo-Arie nur vom B.C. Basso Continuo heißt das wahrscheinlich. Ich gucke nach, bevor ich was Falsches erzähle. Basso Continuo, richtig. Nur vom Basso Continuo begleitet, umrahmt von Orchester-Ritornellen. Orchester-Arie, Orchesterbegleitung im Ritornellen zwischen den Strophen. Später treten ein bis zwei konzertierende Instrumente, meist Bläser, hinzu. Ein verbreiteter Formtyp der Orchester-Arie ist die Devisen-Arie. Der prägnante Themenkopf wird wie eine Devise vom Orchester vorangestellt, vom Sänger nur mit Basso Continuo und dann nochmals vom Orchester wiederholt, ehe die ganze Arie folgt. Abbildung C, da ist es. Die Da Capo-Arie wird nach Vorläufern bei Monteverdi in Mantua und Venedig zur Blütezeit der napoletanischen Oper unter Alessandro Scarlatti zur Hauptarienform des Barock. Fast alle Arien Bachs und Händels sind Da Capo-Arien. Sie bestehen textlich aus zwei kurzen Strophen. Die zweite wird gegensätzlich zur ersten komponiert, die erste anschließend wiederholt. Man notiert nur die beiden unterschiedlichen Teile mit den entsprechenden Wiederholungs- und Schlussanweisungen, in Klammern Da Capo al fine, Abbildung C. In der ausgeprägten Form ab etwa 1700 wird die erste Strophe in zwei Partien mit Orchestereinwurf komponiert, dann etwas variiert wiederholt. Auch bildet sich ein festes Modulationsschema. So, was ich jetzt gerade merke, ist, dass mir das alles zu anstrengend wird für mein Hobby. Und ich verweise nochmal auf das Glossar dieses Buches. Ich will heute gar nicht drin blättern. Oder gerade nicht. Ich gucke da mal nach, was das ist. Wenn ich hinten im Glossar von La Musique Sacrée, Guide de la Musique Sacrée et Chorale Profane angekommen bin. So, wo ich noch angucken wollte, ist in den Barockteil. Barock, Musiksprache. Hier steht es, die Zeit von 1600 bis 1750, das ist auch das, was hier auf dem Buch steht, bildet in der Musikgeschichte eine zusammenhängende Stilepoche, das Barock. In Klammern in Übernahme des kunsthistorischen Begriffs. Das Generalbasszeitalter, in Klammern Riemann, oder das Zeitalter des konzertierenden Stils, in Klammern Hatschin, Barock, portugiesisch, schiefrunde Perle, bezeichnet nach 1750 abwertend das schwülstige, überladene der alten Kunst. Die Musik des Barock gilt entsprechend als harmonisch verworren.
dissonanzenreich, melodisch schwierig, unnatürlich, holprig, kurz, barock. Das findet man zum Beispiel bei Rousseau 1767 und bei Koch 1802. Eine Aufwertung des Barocks brachte erst das 19. Jahrhundert. Machen wir eben das Fenster auf. Der Stilwandel um 1600 wird in der Zeit stark empfunden, wobei man die alte Polyphonie weiter pflegt und so erstmals zwei Stile hat. Stile Antico und Stile Moderno. Auch beginnt die barocke Hauptgattung Oper um 1600. Der Wandel um 1750, in Klammern Bachs Tod, ist weniger klar. Die neuen Tendenzen des einfachen, empfindsamen, natürlichen kommen um 1730 und führen um 1780 bereits zum Höhepunkt der Klassik. Weltanschauung. Lebensgefühl und Sinngebung einer Epoche spiegeln sich in allen ihren Erscheinungen. Der Mensch erlebt sich im Barock nicht mehr nur als Ebenbild Gottes, als Maß- und Schönheitsideal wie in der Renaissance, sondern als Fühlender in seinen Leidenschaften, in Klammern Affekt, Pathos und Fantasien. Das Barock betreibt Aufwand und Glanz, liebt Fülle und Extreme und erweitert die Grenzen der Realität durch einen fantastischen Illusionismus. Wer die Renaissance in ihrer am antiken Maß orientierten Klarheit apollinisch, war die Renaissance in ihrer am antiken Maß orientierten Klarheit apollinisch, so wirkt das Barock in seinem Gefühlsimpuls dionysisch, ehe die Klassik eine Synthese erreicht. Ja, verstehe ich nicht. Das Weltbild des Barock ist harmonisch und rational geordnet. Das spiegelt sich auch in der Musik, in der spekulativen Zahlensymbolik, in Harmonie und Rhythmus des Generalbass, im umfassenden Gottesbezug. Die Glaubensspaltung, die Machtkämpfe der Fürsten, der Dreißigjährige Krieg zerstörten zwar die Ordnung, verstärkten aber die Sehnsucht nach ihr.
Auch die Leidenschaft des Menschen, in Klammern Hobbes, der Mensch als Wolf, lassen sich nur durch die rationale Ordnung steuern. Das führt in Leben und Kunst zu hohen Stilisierungen. Das neue Selbstbewusstsein bestimmt auch das Verhältnis zur Natur, nicht Tradition und Glaube, sondern Empirie und Kritik, inspiriert von der Überzeugung von einem harmonischen Ganzen, führen zum neuen Weltbild. Kopernikus, Galilei, Kepler beweisen, dass die Erde nicht mehr im Mittelpunkt des Alls steht. Descartes, Pascal, Spinoza lehren, eine menschlich erfahrene und denkerisch geprägte Ethik und Moral. Wissenschaftliche und künstlerische Akademien werden gegründet, um das handwerkliche und künstlerische Niveau zu heben. Die Mathematik dominiert, denn die Zahlenordnung bestimmt das Weltganze wie alle Erscheinungen. Die Sphärenharmonie ist Musik und alle Musik symbolisiert zugleich die Allordnung. So, dann gibt es hier eine chronologische Tafel, da ist auch Frühbarock, Hochbarock und Spätbarock drin. Gabrieli ist zum Beispiel ein Komponist, der im Frühbarock unterwegs war. Gesualdo, ich weiß gar nicht, ob. Gesualdo habe ich fast alles da zu Hause als CD. Monteverdi, Schütz zum Beispiel hier, Schein, Scheid. Jean-Christian de Carbonnière aus Frankreich ist hier zum Beispiel aufgeführt. Lully ist aufgeführt. Ballet Comique de la One. Sowas ist immer schöne Musik gewesen. Es ist Frühbarock. Späte Renaissance-Musik. Ich glaube, das wird schon dem Orok zugeschlagen. Weiß ich aber nicht. Auch nicht warum. Ich bin ja kein Experte. Ich kann es mir mal in Ruhe angucken. So. Es geht weiter mit Schaffensprozess. Schaffensprozess. Der Künstler ahmt die Natur nicht mehr nach wie in der Renaissance, sondern er schafft wie diese als schöpferischer Genius mit Gefühl und Ratio. Das wendet sich scheinbar oft gegen die Natur. Der Architekt baut Schlösser und Gärten nach geometrisch-mathematischen Entwürfen in Sümpfe und Unwirklichkeit. Der Dichter schafft rhetorisch geschliffene und gelehrte Werke. Der Musiker ist ein Musicus Poeticus. Jede vom Menschen geschaffene Form bedeutet Abgrenzung gegen die Natur. So erscheinen auch viele Lebensformen des Barocks künstlich und unnatürlich. Von der floskelhaften Anrede bis zur Perücke, vom Hofzeremoniell bis zum Kastraten. Die Welt ist ein Theater mit Darstellern, Zeremonienmeistern und Musik. Durch den kritischen Ansatz zur Moderne im religiösen, philosophischen und wissenschaftlichen Bereich ist aber das innere metaphysische Selbstverständnis gebrochen. Die metaphysische Orientierung hatte im Mittelalter noch alle Lebensbereiche gestaltet, sichtbar den zum Himmel weisenden Kathedralen, hörbar in der Zentralstellung des Cantus Firmus, CF heißt es wahrscheinlich,
Steht hier gar nicht. Heißt aber Cantus Firmus, heißt Melodie. Im Barock erfährt die gleiche Haltung eine Diesseitsorientierung, sichtbar in den prächtigen Schlössern und Kirchen, hörbar im Individualismus des konzertierenden Stils. In England entsteht bereits der neue Liberalismus, der unter anderem zur Französischen Revolution und zur modernen Bürgerrepublik führen wird. Der Absolutismus des Ancien Regime wirkt wie eine letzte Steigerung der alten Seinsweise. In diesem Sinne erscheint auch Bachs Spätwerk als letzte Stilisierung einer ungebrochenen musikalischen Tradition seit dem Mittelalter. So, jetzt bin ich bei politisch-soziale Wirklichkeit angekommen, des Barocken. Und dann ist die Seite zu Ende und dann höre ich auch erstmal auf. Politisch-soziale Wirklichkeit. Der barocke Staat ist noch eine Ständegesellschaft, König und Adel, Klerus, Bürger und Bauern als erster, zweiter und dritter Stand. Aber diese Ordnung von Gottes Gnaden lässt sich nur noch mit Macht aufrechterhalten. Ludwig der 14. begreift sich als Herrscher, Sonne und Staat, in Klammern l'état, c'est moi, gestützt auf Adel, Klerus und Heer. Vielleicht mache ich da noch ein bisschen weiter, das ist einfach zu verstehen. In den Städten gibt es die besitzende und gebildete Bürgerschicht. Das Landvolk verarmt mehr und mehr. 4/5 der Bevölkerung Europas sind Analphabeten. Die mündlich überlieferte Volksmusik, in Klammern Liedern, Tänze, ist größtenteils verloren. Für die Geschichte der Musik ist aber die erhaltene Musikkultur der Oberschicht entscheidender. Hauptinstitution für die Musik sind Hof, Kirche, Stadt, Schulen, bürgerliche Kammermusik und die Oper. Hier Kirche, in Klammern Kantoreien, Stadt, Ratsmusik, Schulen, Kurrenden. So, Barock-Musikauffassung. Kulturgeschichtliche Grundlagen. Da mache ich doch morgen mit weiter. Ich habe die Nase voll für heute. Tschüss.